Grüße, wie euch aufgefallen sein dürfte, kurz nachdem ich dieses Video hier hochgeladen habe. Wo nur Impfen möglich ist. Erstmal hallo, Freunde der Sonne. Hi, hi! Ist folgendes Video von der MyLab hochgeladen worden. Und liebe Regierung, ich weiß, ihr habt versprochen, es gibt keine Impfpflicht und ja, Wortbrechen ist scheiße, aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? In dieser Notsituation nicht euer Wort zu brechen. Ob Corona-Patientin oder Unfallopfer. Deswegen ist eine Impfpflicht in besonderen Fällen gerechtfertigt. 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 Engel, Engel, Enkel, Kind. Wait a minute. Ob Corona-Patientin oder Unfallopfer. Deswegen ist eine Impfpflicht in besonderen Fällen gerechtfertigt. Wie zum Beispiel 1959. Wir reden nicht von Infektionen, die man nicht vermeiden kann, weil die Impfschutz ja nicht hochgesetzt ist. Ich war immer gegen Impfpflicht. Für Impfen, aber gegen Impfpflicht. Nein! Impfpflicht noch ausschließen? Nein! Erstmal hallo, Freunde der Sonne. Hi, hi. Erstmal hallo, Freunde der Sonne. Hi, hi. Ganz ehrlich, ich verstehe die Aufregung um die Impfpflicht. Nicht. 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 Nicht euer Wort zu brechen. Doch bitte auf die Wissenschaft zu hören. 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 Doch bitte auf die Wissenschaft zu hören.